Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Wir kommen jetzt wieder mal zu diesen kleinen Kaninchen an einem schönen Sonntag. Und wir wollen einmal gucken, was die hier so treiben, beziehungsweise was sie hier auch seit gestern übrig gelassen haben. Und siehe da, wie angekündigt, eine Karotte ist übrig geblieben. Alles andere, mehr oder weniger, das war abzusehen, dass sie das nicht isst, denn sie ist nicht so der Freund von exotischen Sachen, sage ich mal. Aber nun gut, man muss ja auch nicht alles mögen hier an der Stelle, ne? Und wir wollen mal gucken, was dieses Kaninchen hier so übrig gelassen hat. Ich schätze mal nichts. Und danach sieht das auch aus. Also die haben hier alles komplett leer gefuttert hier. Und das ist schon mal, ich sag mal, eine relativ gute Geschichte hier, ne? Die Uhr schreibt jetzt kurz vor 8, 19.42 Uhr, um genau zu sein. Und wir wollen einmal gucken hier, ob es irgendwelche verdächtigen Aktivitäten jetzt hier in dem Sinne gibt. Heu haben sie noch. Ich bin tatsächlich hier auch bei denen schon mal durchgegangen und habe hier neues Heu aufgefüllt. Die hatten hier noch alle vernünftig und gut, sage ich mal. Aber der Bodenbereich und überall, wo mehr waren, eigentlich nur die zwei in der Mitte quasi, die mussten noch mal aufgefüllt werden. Denn da geht das immer relativ schnell weg, ne? Also, wie sieht's hier aus? Ich habe noch nicht die Schwefelblütenkur hier absolviert. Das mache ich gleich mal im Anschluss des Videos. Seit ich ihn hier behandelt habe, ist er nicht ganz so angetan. Aber das legt sich auch wieder, ne? Die bringen ja auch so ein bisschen ihren Unmut zum Vorschein jetzt hier an der Stelle. Da haben wir den blauen Wiener. Sei gegrüßt, mein Lieber. Zack, da haben wir den guten. Und was hat er hier gegessen? Bisschen Banane und sowas. Aber ansonsten hat er hier auch alles weggeputzt. Auch das ganze Grüne. Geh mal kurz zur Seite hier, Kollege. Guck mal, das ganze Grüne hat er weggehauen. Das ist ja verblüffend. Und wie sieht es hier aus? Er hat das Trinksystem hier aus den Angeln gerissen. Mehr oder weniger. Ne? Das müssen wir jetzt hier mal wieder schön elegant dran machen hier. Damit wir hier keine störenden Elemente haben. So, jetzt ist es auch wieder dran. Da haben wir die helle Groß-Silber-Mutti hier. Plus Kaninchen, ne, plus Jungtiere. So, seid gegrüßt, ihr kleinen Kaninchen. Zack, alles schön hier am Futtern. Das ist schon mal eine sehr positive Sache. Also ihr seht, die haben fast alles hier weggehauen, beziehungsweise alles, ne. Das ist ja auch so eine verblüffende Geschichte. Also den Stall hatte ich gestern hier nicht sauber gemacht. Das ganze Zeug hier, das holen die immer raus und packen das dahin. Das stand schon ein bisschen. Guck mal, die wollten einen kleinen Überfall starten. Habt ihr das gesehen? Sie wollten ein bisschen Muttermilch abgreifen jetzt hier. Zack, die kleinen Kaninchen. Trockenfutter haben sie noch. Da musste ich tatsächlich nicht auffüllen. Ich habe gerade zwar gesagt, die mittleren hier, aber die hatten hier noch genügend Heu. Ne? Also ein bisschen was war noch da. Sozusagen, wie sieht es hier aus? Mal den Balken weg. Jedes Mal, wenn ich das Ding hochnehme, fällt der Balken hinten runter. So, 3, 6. 6 sollen es auch sein. Wie sieht es hier aus? Also alles sowas an Sondergaben hier reingepackt worden ist, haben sie gefressen. Auch das eine, seht ihr das da unten? Die rote Beete, die war tatsächlich ein Überbleibsel. Nachdem ich hier alles vernünftig sauber gemacht habe, habe ich nochmal eine, die gut und vernünftig aussah, gefunden und denen das dann in den Pott reingepackt und es scheint, dass sie die auch noch mal gegessen haben. Auch das ganze Trockenfutter haben sie aufgegessen. Plus alles andere, bis auf ein paar Karotten, die liegen dort hinten. Seht ihr die? Das haben die natürlich nicht gegessen. Und heute habe ich den hier auch gerade noch mal aufgefüllt hier. Wie sieht es hier aus? Gerade beim Auffüllen habe ich gesehen, dass da ein bisschen Honigmelonenschale übrig geblieben ist. Aber ansonsten haben sie hier auch gut alles aufgegessen hier. Bisschen Trockenfutter, aber das sieht fast so aus, als wenn es nur die Hülsen sind. Das muss ich nachher mal auswechseln. Und dann kommen wir nochmal zum blauen Wiener. Zack, auch ihr seid gegrüßt hier. Ein Hinweis war ja zwischen den Ohren, das sollen die wohl gut mögen hier. Und guck mal, wie still sie hält hier. Kleinen Kaninchen. Ihre Jungen hier haben sich auch gut gemacht, ne? Das sind schon richtige Viecher, hätte ich fast gesagt, ne?
richtige Großkaninchen, mehr oder weniger. Und ich sehe hier gerade, das sieht man hier auf der Kamera nicht, die haben die Kotwanne irgendwie verschoben, so dass da jetzt ein Riesenloch da ist. Das ist natürlich nicht so gut, das muss ich mir nochmal im Einzelnen betrachten hier, um das dann auch wieder in Ordnung zu bringen, ne? Sehr schön, ansonsten wird heute hier nicht mehr viel laufen. Ich werde jetzt hier gleich nochmal Futter sammeln für die kleinen Kaninchen, dann werden die hier auch nochmal gefüttert, ne? Ich versuche das ja jetzt so ein bisschen, ich sag mal, noch vor Mitternacht zu machen, weil das dann sonst einfach zu spät wird, zu anstrengend wird. Hast du nicht gesehen? 1000 Gründe, ne? Und von daher müssen wir das jetzt einfach mal wie richtige Menschen, die auch zu einer richtigen Uhrzeit schlafen gehen und nicht wie ich es dann immer, ich sag mal, treibe, ne? Sehr schön. So, was bekommen die heute, die kleinen Kaninchen? Also das, was sie gestern bekommen haben, nicht, ne? Denn heute wurde bei uns nicht gekocht, heute waren wir nur außerhalb. Aber sie bekommen heute auch wieder das Grüne, was ich schon gesagt hatte, was jetzt noch fachmännisch eingesammelt werden muss, auf eine mühselige Art und Weise. Dann wieder das normale Trockenfutter, wie jeden Tag auch, ne? Teilweise reduziert, teilweise ganz normal. Und auch noch den restlichen Bestand an Karotten. Und dann haben wir das auch durch, ne? Dann ist das Karottenthema, sage ich mal, bis zum Herbst auch erstmal erledigt. Nachschub gibt es jetzt in dem Sinne nicht, ne? Und das müssen wir auch so ein Stück weit hinnehmen. Und ich denke, das Grüne ist schon ganz gut. Wir müssen mal gucken, dass wir heute auch reichlich einsammeln. Beziehungsweise heute noch nicht ganz so schlimm, aber ab morgen, da müssen wir sehr viel haben, ne? Also so eine 4-Kilo-Tüte, sage ich mal, die war nur begrenzt in Ordnung. Also wahrscheinlich 1,5, so 6 Kilo muss ich bestimmt jetzt hier an diese ganzen Kaninchen hier verfüttern, mehr oder weniger, ne? Manchmal kriegen wir auch nochmal zusätzlichen Kram aus der Küche, dann hält sich das mehr oder weniger. Aber sonst 6 Kilo, das tut schon Not, ne? Ist doch immer relativ viel, sage ich mal, ne? Muss man ja auch erstmal hier wieder nach und nach zusammentragen hier. Sie hat tatsächlich ein bisschen Heu übrig gelassen, sie nicht. Sie hat komplett das alles aufgegessen und ich war gestern auch sehr überrascht. Ich dachte tatsächlich, dass es da drunter nass ist, aber es scheint nicht der Fall zu sein. Ich will mal kurz gucken hier. Es sieht so aus, als wenn sie bis jetzt, obwohl da sehe ich auch schon etwas, also scheint, dass sie diese Räumlichkeiten hier als Toilette definiert haben. Aber nun gut, wir nehmen das so hin. Ne? Wir müssen mal schauen, wie der weitere Verlauf dort dann ist. Ja, morgen ein schöner freier Tag. Eine sehr positive Wendung in dem ganzen Geschehen, sage ich mal. Ne? Ja, ich denke, wir sind jetzt wieder mal zu dem Punkt gekommen, wo ich euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag wünsche. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein, abonniert diesen Kanal, schreibt was in die Kommentare, schenkt mir einen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.